Heidestadion kam Bayer Leverkusen mit viel Kampf und ein wenig Glück zum Erfolg. Das erste Tor allerdings für die Gastgeber Jörg Bach, der Schütze zum 1:0 in der 21. Minute. Die 8.000 Zuschauer mit ihrer Mannschaft vor der Pause vollauf zufrieden, Leverkusens Trainer Gelsdorf weniger, obwohl ihm der Bayer-Vorstand vor dem Spiel versichert hatte, dass er auf jeden Fall bis zum Saisonende bleiben darf. In der 51. Minute war es dann der 18-jährige Heiko Herrlich, der nach sehenswerter Kopfballvorlage von Jorginho den Ausgleich erzielte. Der Brasilianer, bester Spieler auf dem Platz, sorgte dann für den Endstand. Wieder mit Köpfchen nach Freistoß von Bunzol. 2:1 für Leverkusen in Wattenscheid. Ein erfolgreicher Abend, vor allem für Jürgen Gelsdorf.